One of those days is not like the others. One of these days is not like Urk. Ich finde es einfach gerade sehr geil, wie bei mir in Tomb Raider die ganzen Tiere rumglitschen. Ah, da haben wir ihn. Da ist der Gegner, dessen Hitbox man kaputt machen kann. Hier, ich weiß gar nicht. In Kristall, schlüpfen Pokémon da, je nachdem, wie lange man mit ihnen durch die Gegend rennt oder nach Zeit? Immer Schritte. Es wurde nie anders gemacht. Echt immer Schritte? Hm. Ich meine, ich habe ja Macht. Ne? Ich könnte das ja hier ganz naja, ein du bisschen kannst schießen. Vorspulen. Ja, eben. Na. Und dann immer hoch und runter rennen wie so ein Bekloppten. Hast du denn auch die Macht aus der Dose? Die Macht? Ja! Okay. Na. Süchtiges Pokémon-Kind. Okay, Vulpix hat hier einen interessanten Sprite. Mal ist. Krieg das hin? Los, Kolossus! Schmeiß dich auf ihn! Kapuzki! Ist gut für deine Knochen. Heute machen wir, glaube ich, meine Lieblingswelt in Odyssey. Okay. Die so angelehnt ist an Super Mario Sunshine, weil es einfach ein Beach-Resort ist. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendwo einen Ort, wo man lange rauf und runter rennen kann? Ja, die Route vor der Pension. Das ist praktisch wirklich das Beste, was du kriegen kannst. Da bin ich halt auch immer hoch und runter gerannt. Ich glaube, das mache ich auch gleich. Fahrrad. Am besten, falls du schon Fahrrad hast, nimm das Fahrrad. Geht ja, ich habe ein Fahrrad. Der Typ war so verzweifelt, dass er mir ein Fahrrad gegeben hat. Oh mein Gott, mach Werbung für mich! Kauf Alter, meinen Scheiß! Mein Laden steht an einem super beschissenen Fleck! Ich verkauf keinen Scheiß! Er hat sich's ausgesucht, dass wir seinen Laden da haben würden. Echt mal. Wann entwickelt sich Hoppspross nochmal? Boah. 24? Shadow 2498, danke dir für den Zop! Nee. Geht das nochmal? Weil ich weiß, Lilia ist aktuell derbe behind. Also was die anderen angeht zumindest. Ich hätte mir nochmal angucken sollen. Level 18, Okay, das ist ja nicht mehr lange, es sind nur noch zwei Level. So, Bolz weg. So, da geht schon mal eins dieser Level, was wir brauchen. Versucht Schlafpuder zu erlernen. Ich glaube, ich hau mal dafür Stachelspore weg, ne? Mein Schlafpuder ist ja an sich die bessere Stachelspore, to be honest. Oder strategisiere ich da jetzt falsch? Schlafpuder ist einfach, ja, schläfert ein. Es schläfert ein, also es ist im Grunde... Bis zu ein bis fünf Runden, also... Es ist an sich die bessere Stachelspore. Paralyse macht den Gegner halt langsamer und hat zu 50-50 Chance, dass er nicht angreift. Also, pick your poison. Ich nehm Schlaf. Weil drei hier Puder-Attacken wäre, glaube ich, dumpfsinnig. Giftpuder kannst du sowieso vergessen. Das ist so eine Attacke, die muss man nicht haben. Aber ich habe aktuell keine andere Option. Ich habe sonst nur. Ja, nichts. Ich sollte vielleicht mal meiner Story mal nachgehen und nicht unbedingt jagen. Ich meine, wenn ich irgendwie Toxin hätte, das wäre wirklich... Ui. Das wäre fancy. Hallo Tori Poruchan. Tori. Hallo. Aber ich glaube, das ist so eine Sache, die ich mir erstmal für längere Zeit in die Haare schmieren kann. Ach, weißt du was, dann machen wir jetzt erstmal... Gucken wir jetzt erstmal, ob wir den Hundeglitch hinbekommen. Hundeglitch? Naja. Das klingt schon nicht gesund. Nee, wird es auch nicht sein. Seht ihr, was ich meine? Wir haben einmal Sandwirbel abbekommen und treffen auf einmal nicht mehr. Weißt du, wie scheiße weh es tut, wenn du Sand in den Augen hast? Geheimer Sand! Oh, es nicht gab der geheime Move? Es gab so eine Stelle in Hank of the Hill. Oder eine King of the Hill. Oh, geil. What?
Gut, dass er nicht über... Okay, Sekunde. Okay, Entschuldigung. Ich bin gleich wieder da. Das müssen wir mal fixen. Das hat funktioniert. Ich springe konstant auf meinen Hund drauf. Befinde mich gerade in zwei Phasen gleichzeitig. Ich werde mich selber mal ein bisschen runterstellen. Ist das so. Alter! So, jetzt habe ich den Shadow genervt, finde ich gut. Jetzt muss ich dich wieder hochschalten. Okay, es ist immer noch besser als damals in Skype, ne? Du musstest alle höher oder leiser stellen. Konnte man das überhaupt in Skype individuell ja. hoch und leiser stellen? Nee, individuell nicht. Du konntest nur die gesamte Konfi lauter oder leiser stellen. Sprich, wenn einer irgendwie ne, silent war, also ein bisschen ruhiger, das Mikro nicht so doll war, he was fucked. Kolossus. Wenn ich entschuldige mich an alle Leute, deren ich gerade ein Earrape verpasst habe. Sorry. Na, Angel meint, du wärst jetzt Super Saiyajin, also. Das würde auch passen. So fancy. Mein Onix ist schneller als ein Pikachu. Ja, Mensch. Ich hoffe mal, das geht. So, wisst ihr was? Wir werden jetzt mal ein Ei ausschlüpfen. Damit werden wir jetzt leben müssen. Ja, diese geile Vorspielmusik dann jetzt. Ja, dieses... Ich könnte mir einen Abra holen. Abra. Ich hab's eingeschläfert. Nee. Was willst du jetzt machen, mein Junge? Ah, ich glaube, ich krieg's nicht hin. Also ich mache es genauso wie der Typ im Video, aber irgendwie will es nicht so. Normalerweise, was passieren sollte, ist, dass wenn dieser Gegner spawnt, ich praktisch auf ihn draufspringe und dann praktisch ihn in den Boden glitschen lasse. Und wenn ich ihn dann kapere, dann habe ich keine Hitbox mehr. Dann kann ich durch alles durch. Dann habe ich No Clip an. Cool. Das ist mal, gedulde dich noch ein wenig. Ein Snowball. Geh dahin, wo alles brennt. Ich bin ein Feentyp in der Zukunft. Was ich nie verstanden habe. Wie viel bringt das, wenn wir das so machen? Oder bringt das überhaupt gar nichts? Es wird bald schlüpfen. Okay, es geht eigentlich ziemlich gut. 2, 3, 4 Sekunden. Ups. Bis du okay. Random in die Pension eingebrochen. 2, 3, 4 Mafk. Ich will halt wissen, was jetzt da drin ist. Und ob sich's lohnt. Ich geh. War zu langsam. Ah, okay. Mann. Okay, das ging schnell. Was haben wir? Come on, bitte. Elekid, come on. Oder ein Rabaut. Ach, das gibt's ja auch noch. Oh das shit, ein Rabaut. Ja, dann viel Spaß dabei, jetzt das richtige Pokémon rauszukriegen. Stimmt, es ist random, ne? Nee, es ist nicht also, random. Nee, Status hier, Werte. Mehr Angriff als Verteidigung auf Level 20, Kikli. Mehr Verteidigung als Angriff auf Level 20, Nocturne. Ah, ist es gleich, wird's Capoeira. Genau. Wie nennen wir dich denn? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Kampf-Pokémon, ja gut. Ist auch. Vor allem, wir wissen jetzt nicht, was draus wird. Ja. Problem ist, Nocturne ist sogar eigentlich eher richtig scheiße in Generation 2. Weil alle seine tollen Elementarschläge spezielle Angriffe sind. No fucking dandy. Ich habe keine Ahnung, was da draus wird. Also, wie nennen wir es jetzt? Wie nennen wir dich jetzt? Das bleibt dir überlassen. Ich bin ein Trottel. Bruce Lee ist so eine Sache. Bruce Lee hätte ich es gemacht, wenn ja, wenn es ein Kikli geworden ist, aber... Also sonst passt es ja nicht. The fuck, wieso ist die denn so hoch? Der LP-Nitten. Moin, moin. Wer hat den Typ? Alter, hast du meiner Blume zu viel Dünger gegeben, du Sack? Es könnte alles. Es könnte treten und schlagen.
It's like a punching machine. It's a killer machine. Ach komm, weißt du was? Mit so einem Namen können wir nie falsch liegen. Sordon! Samen im Meeresgraben. Ja, ja, meine Samen sind überall. So, Sordon, was sagt dein Status? Was Tackle und Irrschlag. So, und bist auf allem gleich. Ja, momentan noch. Wo krieg ich nochmal den EP-Teiler her? Ganz spät erst. Echt? Rote Haut bei Mr. Pokémon eintauschen. God damn it. So, jetzt gilt es. Jetzt müssen wir gucken. Was wird aus Sordon? Jesus. Und wenn mir echt... Ich hätte mir wirklich lieber ein Elekid gewünscht. Mhm. Ein Elekid. Was hast du denn bekommen? Ein Rabaut. Aber dann kannst du doch jetzt über das tolle Proto-Rabaut reden. Was? Habe ich doch in die Konfi gepostet, diesen komischen Kampfbären. Ach, der? Das praktisch die Proto-Version von Dingens war. Rabauts. Ach, diese Kohle hat viel zu viel Kohlensäure. A Darkwing. Oh shit, das Ding kann Intensität. Jesus Christ. Intensität. Ah, intensiv. Fuck. Und Darkwing hat noch nicht mal eine Wasserattacke. Fuck my life into pieces. This is my last resort. Ja, Magby hätte ich auch gern gehabt, weil ich finde Magma richtig cool. Das Problem ist halt, ich habe schon Zunder. Ja, wollte schon sagen, du hast doch. Ich hab einen Feuertypen. Der zwar erst am Ende seines Lebens gefühlt richtige Feuerattacken lernt, aber ja. Ja, doch. Da kriegst du eher die Flammenwurf-TM, als dass du Flammenwurf lernst. Ja, doch, das ist sogar sehr, sehr möglich. So. Dann gucken wir mal, wo fehlt uns... Ach ja, wir können Volleyball spielen. Lass uns Volleyball spielen. Oh, das ist ja wichtig. Ja. Das habe ich immer früher bei Neopets immer gespielt. Da gab es so ein komisches Online... Ich werde das jetzt übrigens auch ein bisschen cheesen. Genauso. Moment, nein. Wir spielen jetzt mal mit zwei Spieler-Modus. Mhm. Ach so, stimmt, ich muss ja jetzt hier. Sonder. Thunder. So. Drücke das, wenn du fertig bist, alles klar. Ach so, ich muss das drücken. Gut. Ich glaube, das Pokémon ist ein bisschen zu laut. Ich mache das mal ein bisschen. So, jetzt gehen wir da rein. Und jetzt kann ich mich mit Cappy hin und her bewegen, was einfach viel schneller ist, als ich mit Mario jemals rumrennen könnte. Lalalala. Okay. Immer noch. Jeder Wert von Rabauts ist immer noch gleich. Nach dem Level-Up. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Wie gesagt, du hast schon jetzt Zugriff auf Eisenprotein, ne? Denk dran. Könnte ich mir jetzt schon holen? Mhm. Du hast ja das Ducati, hast du die, Kaufhaus. Ach ja, stimmt ja, ja. Das ist ja alles in diesem riesen Kaufhausgebäude. Kostet nur ein bisschen was. Ja. So 9800 pro Teil. Aber wir behalten das mal im Kopf. Es muss ja bis Level 7, bis Level 20 sein. Das dauert ja eh noch. Ja. Ich meine, so ein Capoeira wäre schon cool. Ach, Fähigkeiten gibt's ja noch nicht, ne? Nee, schade. Das ist total, die Diskussion, da hat Andy mir drüber erzählt. Ja? Ach von so, wegen. Mit Proto. Hm? Mit den ganzen Neopets. Nee, nicht Neopets. Neo Tokyo. Ich weiß nicht mehr, wie die Demo hieß, aber halt die Silber-Gold-Demo von 1999. Wir reden hier gerade über One Piece. Ach so. Sag das doch. Mensch. Ach, ich blamier mich ja. Also, ich find's interessant, mehr über diesen Prototyp von Silbergold zu erfahren. Bin ich ehrlich? Ich würde den gerne spielen.
Ich will Baldorfischs Entwicklung mal sehen. Baldorfischiger. Der sieht aus wie eine Seemine. Voll toll aus. Sagt einfach nur Hallo und dann sprengt es sich in die Luft. Er ist keine Schildkröte. Sagt wer? Ich. Okay. Fair. Wie viel muss ich machen? Hoffentlich nur 50, weil das wird mir langsam ein bisschen eher anstrengend. Kesordon wird echt interessant. Aber wahrscheinlich lasse ich es einfach passieren. Und lebe dann mit den Konsequenzen. Sag mal, wie viel muss ich denn? Bin schon bei 51, 52, Jesus! Frag Sordon. Sordon weiß alles. Ich finde es schön, dass im Zweispieler-Modus wohl das ein bisschen besser ist, weil der Ball kann auch auf den Boden aufkommen und ich habe nicht instant verloren. Da muss ich 100 schaffen oder was? Jesus Christ! Ach du Scheiße. Was ist ein Jongleur mit 10.000 Pokémon? Am liebsten. Und einem Level 2 Voltoball? Ach, der Typ, ja, der ist toll. Der hat einfach nur Voltobälle. Level 2, da kann ich ja sogar Sordon ranschicken. Ich glaube immer so Level 2 und dann immer 4 Level mehr. Hey, Petersus. Alter, komm schon, 80 Punkte hier jetzt. Wie viel denn noch? Oh, gutes Level für Sordon. Oh, Just Paul, warum sagst du mir das? Hm? Ich muss 100 machen, wirklich? Ist das dumm? Das dauert doch ewig. Das war nochmal Irrschlag. Hat eine Chance zu verwirren. Ist eine schöne Normalattacke. Das ist der Schlag der Irren. Ich merke schon, das ist stärker als Tackle, also mag ich's. Mhm. Kapum. Oh, jetzt dauert das wieder so ewig lange, bis das auf maximales Tempo geht. Mark. Ich war schon auf 81, ey. Mann. Yes, verwirrt. Komm on, triff dich selber. Ich hab Joey gar nicht heil gesagt. Yes. Joey, willkommen beim Stream. Hallöchen. Willkommen im Irrenhaus, hier ist die Zentrale. Ja. 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 Wow. Süchtiges Basketballkind. Ich weiß jetzt schon, was ich noch aus meinem alten Zimmer noch rüberholen muss. Och Mann. Ich hatte nämlich auch bei mir in meinem alten Zimmer, bei meinen Eltern, hatte ich ein Schild an meiner Tür, da stand drauf so, ja, willkommen im Irrenhaus, hier ist die Zentrale. Oh, jetzt habe ich keinen Zugriff auf mein Soundboard. Oh. Oh doch, das ist versetzt. Es ist ein bisschen verspätet, okay. Ich weiß nicht, warum das passiert. Ich glaube einfach, wenn ich OBS laufen habe, dann ist mein Soundboard irgendwie ein bisschen delayed. Also ist zu viel für meinen PC. Hm. Die Possible. Wusstest du, dass alle Pokémon, die aus dem Iogon basically illegal sind? Was? Was? Die könnten alle Irrschlag bekommen, aber keinen der Pokémon eigentlich lernen kann. Huh. Ist doch geil. Vielleicht irrst du dich ja auch. Brauch ein bisschen. Ja. Gib den ganzen... Danke. Der Schlagzeuger ist gerade eingepennt. Du musst dich erstmal mit irgendwas bewerfen, damit er wieder anfängt. Sorry, ich kann gerade selber auch nicht mein Soundboard für sowas anmachen, weil bei mir wäre es genauso delayed. Okay, Digga, ich will nicht, dass du meine Telefonnummer kriegst, also... Eigentlich möchte ich nicht, dass irgendwer von euch meine Telefonnummer hat. Ah doch, die dir sagen so von wegen, hier ist ein Schwarm von irgendwelchen tollen Pokémon. Heute ist Dienstag, das heißt, heute findet das Käferturnier... Heute ist nicht Dienstag. Du hast ja auch einen Tag später eingestellt. Habe ich? Ja, das habe ich dir doch so gesagt. Ich habe den Stream. Ach, das meintest du? Oh. Ja, und du hast Sonntag angegeben, obwohl wir Samstag hatten. Well,
Also ist heute Käferturnier. Leb damit, Bitch. Okay, dann ist heute Käferturnier. Fang dir einen fucking Pinsir und sei froh. Oder ein Sichlor. Ist es nicht total übertrieben schwer? Sicher. Es ist wie in einer Safari-Zone, Tauros zu fangen. Im Originalspiel. Also fucking unmöglich. Ich hab's hinbekommen. Ja, wenn man Glück hat und direkt einen Ball wirft. Oh, ein Paras. Ich krieg die Paras. Vielleicht hätte ich nicht unbedingt mit Zordon, das fast tot ist, reingehen sollen. Pokémon Fun Fact über Paras oder Parasect. Es ist das einzige Pokémon, was es schafft, eine fünffache Schwäche gegen einen Typ zu entwickeln. Eine fünffache Schwäche? Ja, es kann die Fähigkeit Trockenheit haben, was ihm eine extra Feuerschwäche gibt, das aber sowieso schon schwach ist gegen Feuer, kriegt es einfach eine Fünffachschwäche. Ja, Mensch. Das heißt, du brauchst es praktisch nur irgendwie mit Glut oder so angucken und dann ist es schon kaputt. Vor allem geil, ich realisiere jetzt. Ach, guck mal, Sichlor, was geht? Aber natürlich nicht in der Generation, wo du jetzt bist, sondern erst ab der dritten. Das Problem ist, ich darf natürlich meinen Pokémon nicht heilen und mein Zordon ist fast tot. Wie gehst du denn da auch mit Zordon rein? Ich habe ihm nicht zugehört. Ach, guck mal, ich bin tot. Das Ding hat Ruckzuck-Hieb. Darf ich es nochmal mit dem es wird einfach beendet. Mhm. Hast verkackt. Hast ein Paras. Viel Spaß. Nenn's mich ja. Ich habe ja nicht mal ein Paras, ich hab's ja nicht mal gefangen. Oh. Was soll mit dem Paras? Ja, der Typ hatte. Der Gewinner hatte eh einen Pinsir. I call Bullshit anyway. Ich finde das manchmal lustig, wenn einer mit einem Safcon gewinnt, weißt du? Dritter Platz, Scaraborn. Zweiter Platz, Pinsir. Erster Platz, Safcon. Herzlichen Glückwunsch. Ach geil, jetzt ist Zordon wieder voll geheilt. Ja, leck mich am Sack. Und dann weißt du direkt, dass der Richter und der Gewinner verwandt sind oder dass der sich eingekauft hat. Ja, oder irgendwer irgendwo Gefälligkeiten gegeben hat. Aber ich meine, der erste Preis ist sowieso nur ein Sonnenstein. Wenn du nicht einen Sonnenkern, das schwächste Pokémon in der ganzen Welt trainierst, dann bringst du sowieso nichts. Ist das echt das schwächste, like ever? Also von den Werten, nicht von den Attacken. Die Attacken ist natürlich halt sowas wie Carpador bzw. Zapkon immer noch das Schlimmste. Macht Sinn. Aber, nee. Aber die Werte von Sonnenkern sind einfach unterirdisch. Sein Flora ist dann dagegen wieder okay, aber Sonnenkern ist die Schlechtheit in Person. Oh, spannender Content gerade bei mir, ey. Dieses dauernde Hin und Her. Ich fühle mich, als ob ich gerade Pong Let's Play. Es gibt ein Lied, das heißt Pong. Es gibt was? Es gibt ein Lied, das heißt Pong. Pong Pong, Wang Pong Pong? Pong. Wie das Spiel Pong. Okay. Okay. Es gibt auch ein Spiel, das nennt sich einfach nur Cube. Ich sag nur. Das auch, aber es gibt auch Cube. Oh, ich muss aufhören. Ah, nee, stimmt. Das ist anders. Es gab ja noch ein anderes Spiel, das heißt einfach nur A for the Awesome. Flinkklaue, yay. Die Klauflinke. Nee, ohne Scheiß, wer von euch kennt hier den Trailer zu Cube? Du bist kein richtiger Gaming Master, wenn du nicht Cube gespielt hast. Pong. Ein männliches Nidoran. Endlich. Okay, Zordon. Zordon, wir müssen uns echt unterhalten. Das sind fucking Baby-Pokémon. Als Capoeira wird, ist es fancy, aber. Hat Mario gerade mit seiner Nase den Ball zurückgespielt? Cool. Oh, ist das ein Kack. Das Problem ist, dass man das nicht schießen kann, wie in New Donk City mit den Buchstaben und den Seil springen. New Donk City. Ich
Für diesen Namen einfach so lächerlich irgendwo. Ich mag ihn. Das ist perfekt bescheuert für das Mario-Universum. Wenn ich an Donkey Kong denke, dann muss ich an New Donk. Jetzt weiß ich auch, warum Donkey Kong Paulina entführt hat. Er wollte die Stadt umenden in New Donkey City. Ja, Mensch. Yes! Ein männliches Nidoran. Geil. Wann kriegst du einen Mondstein in dem Spiel? Ich bin mir nämlich unsicher. Keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall, wir kriegen jetzt dieses Mal einen vernünftigen Kaiju. Als ob wir jetzt nicht, dass unsere Queen das letzte Mal, ne, nicht würdig war. Ich weiß noch, wie dauernd früher gesagt wurde, dass weibliche Pokémon schlechter sind als männliche Pokémon, weil sie Nidoking und Nidoqueen als Vergleich genommen haben. Killer King. Alter, Edgelordiger ging's nicht, ne? Nein. Ich fühle mich dir zurückerinnert an meine 8. Klasse-Phase. Warum? Ich meine, oder? Nee, nicht. Ich hätte ihn doch Curry King nennen können. Wäre doch wenigstens was gewesen. Aber jetzt muss ich an den ersten Pokémon-Film denken mit dem Typen mit dem Bisasam vor. Killer! Schnapp ihn dir! Los, Panzerschrank! Los, Panzer! Ja, Panzerschrank, ich erinnere mich! Und dann kommt Ash mit seinem Los, Glurak! Die anderen beiden hätten eigentlich nur noch in dem Moment so angucken müssen, so. Wirklich? Du hast dir nichts Besseres einfallen lassen als Glurak? Brauche ich jetzt... Juhu, 100! Fuck it! Fertig! Brauche ich in nächster Zeit Cut? Bitte wieder auf einen Spieler umändern, danke. Also auf jeden Fall Killer King, der kommt mit. Oh, ich hab den Kack fertig, wuhu! Let me be your Killer King. Badabababab. Nein, fick dich. Sauce. Bin ich jetzt hier eigentlich? Du wirst nicht meine Gedanken. Lass meine Gedanken in Ruhe, ja? Jetzt ohne Shit. Du willst nicht wissen, was ich denke. Deine Gedanken der Gedanken. Oh Scheiße, er hat einen Abra. So. Watch out. Watch out. So, mehr Amiibo-Sachen bitte. Gib mir mehr Amiibo-Hinweise. Mein, was kann das Abra? Teleport? Es kann sterben, das kann es. Gib mir Zeug. Gib mir Zeug. So geiles Zeug. Das ist Zeug. Vor allem, das Schöne an Nidoran, also an Killer King, finde ich ja immer noch. Er fängt als Hamster an. Als literally als Hamster. Aber wird zu einem Kaiju. Das ist ein Monsterhase. Ja, das wird ein Kaiju. Vor allem auf einmal können die hier Blitz. Seit wann benutzen die hier so regularly einfach nur VMs? Naja, Blitz ist zum Glück noch so eine Sache, die. Wo du dir denken kannst, fick dich. Das ist einfach nur so ein Timestall-Move. Das ist Sandwirbel, nur ein fancier. Auch wieder wahr. Au. Gut, dass jetzt erst die Cutscene kommt. Another one bites the dust. Ein Mond. Jetzt krieg ich diesen Trailer von Cube nicht mehr aus dem Kopf. Cube! Ich liebe diese Verwandlung, ist toll. Das Nidoran habe ich literally vor 5 Minuten aus dem Nationalpark geklaut. Hast du geklaut? Mhm. Glaub's ja wohl. Das geht ja mal gar nicht. Okay, warte, bevor ich mich jetzt hier wieder mit 10.000 Leuten fetze. Wo ist denn hier ein Mond? Geh ich gleich nochmal zurück und heil mich. Slash. Ich hatte einen Pokéball benutzt, du! Was für ein Pokéball bist du? Du kannst so viele Ringrunde Dinge tun.
Das hört sich eher an hier wie die eine Stelle aus dem Känguru. Mit den Sozialwissenschaftlern da. Ja, doch. Wenn heute ihr Handy kaputt geht, würden sie sich morgen einen Kühlschrank kaufen? Mhm. Immer noch. Fuck. Ich find's toll, wie Mario klettert, ey. Wie so ein richtiger Idiot. Wie so ein richtiger Idiot. Der bewegt sich wie so ein richtiger Mongo. Ey, Mongo im Kleid. Ey, diese Beleidigung Mongo habe ich schon lange nicht mehr gehört, ey. Ja, bei mir, ich hol immer die Retro-Beleidigung raus. TM4. Lass mal gucken, was TM4 ist. Da, Küstenland, TikTok, Turnier. Ich hab Spaß, merkt man vielleicht. Ich geh überall hin, wo es Käfer gibt. Also auch zu Hornbach. Also zu dir nach Hause. Also, in jedes Au. Ziel, wo sie Essen für Reptilien verkaufen. Wow. Props an mich, das war... Skill hoch 10. Ich find's immer schön, wie Steinwurf daneben gehen kann. Ich meine, du schmeißt literally mit Stein. Was ich generell hasse, ist einfach, dass Gesteinsattacken generell die schlechtesten Genauigkeitsattacken sind, die es gibt. Nix davon trifft. Nie. Alter. Geh weg. So. Niemand mag dich. Komm, ich möchte mal kurz betonen, wie schnell der Minibaum nachgewachsen ist. Du hast doch gerade gesagt, die sind bei Hornbach. Kein Wunder, die haben super Dünger da. Alle meine Pokémon sind jetzt wieder fit und sterben. Wir haben aber leider nur Turmbaumarkt bei uns. Tja. So, ich brauch mal ein paar neue Pokébälle. Das ist ja nicht mein Problem, ne, Keks? Na, meins auch nicht. Meins auch nicht. Ich bekomme bei beiden meinen Scheiß, den ich brauche zum Basteln. Oh. Guck mal, was haben wir denn hier? Mensch. Ein geheimer Mond. Ein geheimer Mond? Das ist ein geheimer Mond. Aber jetzt nochmal das letzte Teil. Geheimer Move. Ach, da. Und der stille Move, Shadow. Der stille Move. Der stille Move! Wir müssen still sein, rat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 
Ach, guck mal, ein weibliches Nidoran. Einfach mal... Ja gut, wow. Hey ho, ihr seid heute früh dran, oder? Worksen geht. Also ab und zu starte ja, ich... Nee, ich ja, er nee. Also so, ich starte so zwischen, normalerweise so zwischen 15 und 16 Uhr. Aber heute, weil Shadow sagte so, Dual Stream, hast mal Bock. Und da habe ich gesagt, ja, ich kaufe noch Kefir und dann, Kefir? Dann fangen wir an und dann hat er um 14 Uhr angefangen, weil er heute mal langen Stream machen will. Und da habe ich nur gesagt, so, okay, dann mache ich jetzt auch so, dann nach dem Kefir kaufen, fangen wir dann an. Also ja, vielleicht um eine Stunde früher als sonst. An einem Montag vielleicht nicht ganz so geil. Oder? Ist heute Montag? Heute ist Montag. Heute ist Montag. Ne? Ja. Eine Schiri-Kon. Es ist Montag. Zu streamen heute ist generell eine scheiß Idee. Ja, ich hatte nämlich im ersten Moment so überlegt, lasse ich den Stream heute ausfallen? Oder nein, oder doch? Okay, ich brauche scheinbar irgendwas anderes. Aber was ist das denn? So, jetzt könnten wir uns Smogelbaum holen. Smogelbaum. Smörrebröt. Ja. Smörrebröt. Wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Du, 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 du. Wiggle, wiggle, wiggle. Kjop. Ach ja, scheiße, das Ding ist ja Level 20. Mache ich denn gegen das Vieh? Alter, diese Kackmoränen. Ich hasse die. Die sind voll gruselig. Ich find's ja toll, dass Nintendo endlich Jiggle Physics für sich entdeckt hat. Wofür benutzen sie sie? Marios Nase. Aua. Mimikry. Muggelbaum lernt Lehmstelle, ja toll. Nein! Doch! Ach, Kacke. Du dumme Sau. Ja, ich hasse dich, du dumme Sau. Oh, scheiße, das Ding kann ja Fußkick. Rabautz? Nee, hier, Muggelbaum. Ach ja, der kann nicht treten. Er ist ein böser Steinbaum. Ich kann auch mit Stein schmeißen. Das ist sogar ein Volltreffer. Tschüss, Muggelbaum. Alter, aber Muggelbaum. Was soll ich mit dem Muggelbaum? Der mogelt ja, der Baum. Das ist es leider noch nicht seine Zeit, wo er solche Attacken wie Holzhammer und so lernt. Was ihn wo er gut tatsächlich hat. Gut wäre. Ja. Für einen Muggelbaum will ich auch irgendwie ein bisschen so einen Buff zumindest sehen. Es muss nicht eine Entwicklung sein, aber ab und zu passiert es ja, dass man Pokémon über eine Generation hinweg gebufft werden. Ja, wahrscheinlich gibt es dann irgendwann so ein Gebiet, das nennt sich dann der Mogelwald. Da kannst du dann auch Tromborg reinpacken. Das wäre cool. Mhm. So ein Gebiet, wo nur Baum-Pokémon sind. Die einfach sich zusammentun und einen Wald bilden. Und dann will ich noch so ein Waldlegendäres. Das einfach so ein Ultramogelbaum ist. So ein Megabaum. Megamogelbaum. Just one big tree. Cappy? Wollte schon sagen. Cappy, komm mal wieder zu mir. Ach, die Aprikokos gibt's ja hier, ganz vergessen. Die geilen Aprikacken. Aprikacken. Die Kacken. Ich mochte aber die Aprikokos. Die waren fancy Bälle. Ich find's auch schön, dass sie sie ins anderen Mond wiedergebracht haben. Das Problem ist, wie sie sie wiedergebracht haben. Hey, du bekommst einen von jedem Ball pro Spieldurchlauf. Und wenn du mehr haben willst, ja, dann ich hoffe, du hast Spaß am Festival Plaza. Denn du brauchst eine Ballverkaufsstadt, die... fast keiner haben will. The fuck ist hier denn los?
Das war das Problem, als ich da drin auf einmal feststeckte. So, ja, du musst jetzt die Story-Hilfe machen. Dann dachte ich mir auch nur so, ja. Moment, muss ich euch töten? Töten. Au. Aber es ist Mario, der tötet nicht. Doch, der killt. Mario ist in Odyssey richtig hart aggressiv. Ich weiß nicht, was für Störungen der hat, aber der killt alles, was ihm nicht vor die Nase kommt. Das Schöne ist ja, er kann nicht nachverfolgt werden, weil er das nämlich macht, während er nämlich ein anderes Gesicht trägt. Der perfekte Mord. Ja. Oh, come on. Und am Ende hängt er alles seinem Bruder an. Kommt Luigi in Odyssey überhaupt vor? Ja, als Minispiel. Als Nennt sich Luigi's Ballonjagd oder so. Und es klingt auch noch scheiße. Aber du kannst dich als Luigi verkleiden. Ja, toll. Also du kannst Luigi's Klamotten tragen. Aber sonst nicht wirklich. Lass mich raten, hinten ist auch noch Zeug. Nee? Okay. Wo ist denn hier der zweite? Weißt du was? Ich setz weiter Doppelkick ein. Ich trete dich. Du slappst mich. Ich trete dich. Slapstick-Humor. Metronom. Moment, muss ich jetzt hier über Bande spielen? Kick. Nidoran sieht echt aus wie so ein übergroßer Hamster. Ich hab mir gedacht, das wäre ein Hase. Hase, Hamster, Meerschweinchen. Fängt alles mit H an. Ja. Meerschweinchen. Man nennt es auch das Herrschweinchen. Oh nein, nicht Traumato. Oh, Sordon. Erlebnisse mit Traumato. Dinge, die du nie vergessen wirst mit Hypno. Hatten sie ein traumatisches Erlebnis? Rufen sie Traumato an. Ja, guten Tag, Traumato. Ups. Wie soll ich das denn machen? Fuck. Ich hoffe, Zunder lernt bald Flammenrad. Ja, doch, sollte er bald. Hat er wenigstens eine Attacke, die nicht Glut ist. Welchen Level ist er? Zunder kann nicht schlafen. Zunder schläft. Welchen Level ist Zunder? 21. Ha, ich hätte gedacht, dass er das nur auf 21 schon lernt. Oh, scheinbar nicht. Hä, wie soll ich das denn machen? Das lungert hier nicht im Gras rum. Ach so, jetzt kapier ich, was ich tun soll. Now you understand. Understand the concept of bowling. Es ist unmöglich zu fliehen. Ach ja, Teak City. Oh, die eine Geisterarena, ich hab's ganz vergessen. Ja, die Geisterarena, die nicht den Geist benutzt, der in dieser Generation eingeführt wurde. Dumm. Welcher Geist wurde hier nochmal eingeführt? Traunfugil. Ach ja. Kommt in der zweiten Gen aber erst ganz am Ende vor. Yes! Ich bin Zeitpunkt gekommen. Ich bin soeben mit den Arbeiten an der Zeitkapsel fertig geworden. Weil da man Pokémon tauschen kann. Jetzt kann man möglicherweise in die Vergangenheit. Was? Du kannst hier, in die Vergangenheit kacken? Sowas kann ich. Ich kann die Zeit vorspulen. Cool, wa? Damit ich mir dein Gejatze nicht anhören muss. Level 25 oder so lernt der Flammenrad. Ach du Scheiße. Ach du Schande. Aber ich glaube, bevor ich in den Tor, bevor ich in die Arena gehe. Warte mal. Sollte ich nicht erstmal die Geishas besiegen hier? Tanztheater. Die Gay? Kann ich das überhaupt schon machen? Wo jeder einfach nur ein Evoli hat?
Und ich damals immer nicht wusste, dass man hier rein muss, um Surfer zu kriegen. Ich kann sie auf jeden Fall bekämpfen. Ja. Okay. Muss mal gucken, wenn die vom Level her passen, würde ich das ja machen. Weil ich weiß nicht, auf welchem Level der Typ ist. Hm? 20? Also ich glaube, die Geschas sind so auf Level 25? Oh, Flamara. 17. Wow, wirklich? So schwach? Scheinbar. Ach ja, stimmt ja, das ist ja nicht Hardgold Source Silver, das ist normal Gold Silber. Da ist ja die Levelkurve irgendwie richtig kacke. Was die meisten als Punkt sehen, da warum Gold und Silber scheiße ist. Schon, weil die Bosse so übertrieben hoch sind und die normalen Viecher low oder was? Nee, weil die Liga gerade mal mit Level 50 oder so ankommt. Das ist low. Ja. Hör auf, mich mit Sand zu beschmeißen. Steinwurf trifft sowieso schon kaum. Oha. Du versuchst Steinwurf durch Sandwirbel durchzukriegen? Das hat dreimal funktioniert aus irgendeinem Grund. Du arme Sau. Also der Gegner. So. Vor allem, wenn du die Fanfiction geht weiter. Wenn du die ansprichst, da kommt immer diese Psychomusik, so ein Sing, ding, 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 ding. Ich mag das. Wenn es nicht Psychomusik. Es ist Psychomusik. Das ist ein. Das ist dieses japanische Brett, auf dem die spielen. Diese Brettgitarre. Die ist toll. Diese Brettgitarre. Geile Brettgitarre. Wenn jemand weiß, wie die heißt, dann wäre das nett, wenn man das mir sagen würde, weil ich habe vergessen, wie sie heißt. Und Brettgitarre klingt jetzt, glaube ich, nicht so fancy. Klingt ein bisschen doof, ja. So eine fancy Brettgitarre. Nee, das ist es nicht. Das habe ich nämlich schon. Könnt ihr aufhören, alle Sandwirbel zu benutzen, ihr Fiekviecher? Hä? Eischnackierchen? Meine Güte. Ich benutze Sandwirbel. Können Konfusion benutzen, aber ich benutze lieber Tackle. Alter! Hier rein vielleicht? Genau, zünd an. Schon. So, dann ist 14 und immer noch auf allen Werten gleich. Also du hast gerade echt Glück, kann das sein? So ein bisschen, ja. Okay, wieso stand da gerade wieder eben beim Streamboss minus 300, wenn nichts durchgeht? Magie. Ach, ist das die Hinweiskunst? Ach so, das ist die Hinweiskunst. Was war denn das denn? Keep. Keep out oder wie? Nein, 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 nein. Da weiß ich jetzt sogar gar nicht mal, in welcher Stadt das war. Ups, bin vorbeigeflogen. Oh shit, Nachtara. Wo ist denn hier was? Hä? Au. Blöd, Mann. Ich versuch mal was. Da funktioniert das ja. Ach, ist das ein Fisch, der hier rumschwimmt oder was? Hey, war da nicht gerade einer? Ja, Tatsache. Ach, das ist ein Vogel. Ach, du dummer Kackvogel. Komm her. Oh, danke, ich habe mal endlich eine fliegende Capture, dass ich die Vögel einfach in der Luft verfolgen kann. Herrlich. Muss nicht irgendwo auf der Lauer sein und warten, dass der nach 15 Minuten mal vorbeikommt. Kann Doppelkick echt nur zweimal treffen? Ja. Immer. Dreifachkick kann zwei zu dreimal treffen. Ach, guck mal, ein Bonuslevel. Ein Bonus-Samen! Was ist hier? Ach, das ist der Kack. Dass der noch existiert.
Ey! Okay, wo soll denn hier der zweite sein? Ist hier überhaupt ein zweiter? Ich glaube nämlich nicht. Und zack. Ist das wirklich mal ein Bonuslevel, wo nur ein Mond drin war? Saftig. Gibt's das wirklich? Ring! Vogel, halt! Halt die Klappe, Vogel. Bam, bam, na, 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 Aquana. Ja, hätte ich jetzt ein Elektro-Pokémon. Hätte ich jetzt Taserface. Jetzt muss ich Lilia reinschicken in die ganze Sache. Ich wäre immer noch für, dass es so eine Attacke gibt wie Elektro-Kick oder so. Elektro-Kick, ja. Klingt nicht nur cool. Dass auch so vierbeinige Pokémon so Zugriff auf eine andere Elektro-Attacke haben als nicht Voltackle, sondern wie hieß die Attacke nochmal? Donnerzahn? Nee. Ja, Donnerzahn wäre auch eine, aber es gibt doch irgendwie noch so einen Risiko-Tackle-Move in Elektroform. Ja, Voltackle. Ja, auch Voltackle, aber gibt noch einen anderen. Echt? Ja. Hey, Shednik. Vogel rastet aus. Ja, rastet aus? Ja, wir haben dich gehört. Halt die Klappe. Schon. Fuck. Irgendwo hier unten. Aha. Bitte crit mich nicht. Fuß des Leuchtturms. Nee, Funkensprung macht dir ja nicht selber Schaden. Ja, es war auch eine physische Elektroattacke, aber ich meine halt eine starke physische Elektroattacke. Brauchen die mal. Was gut ist. Stromstoß. Ist so ein Stromstoß war es, dankeschön. Stromstoß, das klingt schon episch. Stromschubs. Stromschubs. Das ist, wenn du dich an einem Ballon fest auflädst und dann jemanden in den Nacken packst. Das ist ein Stromschubs. Oh, ich weiß nicht, mein damaliger Arbeitskollege, mit dem ich immer rumgeblödelt habe. Erstmal Lilly entwickelt sich das total toll. Der hat sich einmal an mich rangeschlichen und dann hat er mir einen Arm, so, ihr kennt doch diesen Punkt, wenn ihr euch den Ellenbogen stößt und ihr auf einmal das Gefühl habt, euer gesamter Arm ist taub, ne? Ach, der Musikknochen. Der Musikknochen. Genau da hat er mich getroffen und er so. Wakatekidukori! Hat mir da voll in diesen Dings gepiekst. Und dann konnte ich meinen Arm nicht mehr bewegen. Oh. Hat einen Sack. Oh, er hat mich dann auch, nachdem ich gekündigt habe, hat er mich auch immer genervt von wegen. Oh, guckst du hier Infinity War? Und ich so, Alter. Ich habe keine Lust, einen Film zu gucken, für den ich studiert haben muss. Wieso? Ich habe den auch geguckt und kannte nur die Hälfte des Casts. Ja, aber ich würde es schon verstehen. Ich möchte es schon verstehen können. Shadow Gaming, danke dir für den Sub! Zordon kann jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen für sich alleine arbeiten. Was? Niemals. Zordon. Das ist Rabauz. Rabauz kann nicht für sich selber arbeiten. Es ist Zordon! Wieso gebe ich meinen Pokémon immer solche Namen? Zordon Colossus! Komm. Nein! Komm. Natürlich crittet er mit Donnerschock! Na sicher! Gib mir den Mond, geil! Und raus hier! Ja, natürlich ist Blitzer schneller. Blitzer ist fucking fast. Blitzer ist eins der schnellsten Pokémon. Deswegen, ey, mag ich Blitzer, ja. Komm, kill dich selber. Och, schade. Okay, das ist ja, gut. Den Vogel habe ich bereits. Gut. Ah, oh, Mann. Moment, wieso ist hier einfach eine Kiste? Achso. Ja, Mensch. Dann nehme ich mir doch mit. Super Herz. Natürlich, da macht er sich jetzt selber platt. Bubble Ding. Mein Nidoran männlich heißt Maxi King.
Oh ja, wir brauchen unbedingt noch jemanden, der Schlafpuder kann. Ja, sicher. Ist wichtig. Komm, nimm dafür Wickel weg. Wickel ist nicht mehr so Overkill wie in der ersten Gen. Ja, einfach mal. Der Gegner kann sich nicht mehr bewegen. Du musst einfach 5 Runden warten, bis die Scheiße aufhört. Ja, und wenn der Gegner das dann richtig macht, dann kriegst du vielleicht einen Move raus und der Gegner kann nochmal 5-mal angreifen. So, aber man muss sich jetzt nicht mit hier... Ach so, mit dem Rizeros da. Mein Rizeros kann Surfer lernen, wusstest du das? Das ist ein guter Pokémon-Trainer, ich wollte denn hier raus. Ich aber nie besiegen, aber wir kennen einen Tanz. So was sieht man nicht oft. Möchte dir etwas geben, und nur zu, nimm's ruhig. Ich wusste damals nie, wo man Surfer herkriegt. Ja, ohne Scheiß, Klein Noob. Schoschmann wusste man damals nicht, wo man Surfer herkriegt. Noob. Wusstest du es aus Hanhieb? Ich bin da direkt reingegangen, weil ich einfach alles mögliche an Trainern killen wollte. Ich bin einfach damals nie in die Häuser reingegangen, weil ich gedacht habe, boah, Alter, langweilig. Häuser. Kontext. Ich hatte was anderes als eine Arena interessiert mich nicht. Ich hatte immer das Problem mit Kaskaden, Gold und Silber. Was ist das wieder? Badeanzug Peach? Geil. Oh. Weil ich hatte nicht Kaskade gefunden gehabt. Badeanzug Peach. Alter, ich klang gerade wie Kizaru. Jusen, bin auf der Suche nach einem Pokémon namens Sui. Und wer bist du? Smurf, schön dich kennenzulernen. Ich hörte, dass Sui hier in den Turmruinen ist. Also wollte ich es sehen. Aber wo genau ist es? Hast du deinen Gegner-Antagonisten wirklich Sui genannt? Nö, ich hab Suicune Sui genannt. Okay, ach Sui. If you catch my drift! Ach so. Ich habe auch schon beschlossen, wenn ich mir Suicune gefangen habe, ich nenne es Sui-K-U-N. Suicune. Suicune. Wortwitz, komm raus. Was ist das denn? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der richtige Sound dafür war. War zwar nicht der richtige Sound, aber ist okay. Machen wir trotzdem. Ah, shit, Zertrümmerer. Wo riecht man nochmal Zertrümmerer? Ach ja, das war ja auch eine VM hier, oder? Ja. Oder? Boah, ich hab sie gehasst. Nee, war es nicht hier eine TM? Aber Zertrümmerer ist doch wichtig. Oder war das nur in der dritten Gen, wo das wirklich extrem wichtig wurde? Ich glaube, hier ist es überwiegend optional. Optional ist optimal. Genau. Okay, fange ich mir das Smogon? Nein, also just for the taste? Nein, es ist Smogon. Yeah. Smogon ist cool. So, jetzt kommt die Preisfrage. Worin ist Smogon besser? Spezialverteidigung oder Verteidigung? Nochmal weiter. Slimer. Slimer und Smogon sind jeweils ein Tank für die andere Angriffsart. Also eins davon ist physisch sehr gut defensiv und das andere ist speziell gut defensiv. Jetzt ist die Frage. Zertrümmerer was? Durch die Ruine, weil Sekun ist ja storyrelevant. Ah. Oh, Geld. Und Geld. Finde ich gut. Voll Geld geil. Nö, ja, voll Geld geil. In meinen letzten Streams bin ich wirklich sehr Geld geil. Ich meine, ich spiele ein Einzelhandelsspiel und in Mario Odyssey muss ich die ganze Zeit Geld farmen. Ja, hier ist noch einer. Zertrümmerer war in Gen 5 und in Oras eine TM. Ah, okay. Dankeschön, Mann. Gib dem Wanderer rechts neben dem Mogelbaum. Okay, da muss ich leider so nochmal ein bisschen zurück. Ach ja, der. Ich kann zwar ja noch nicht benutzen, aber. Oder? Nee, Quatsch, Blödsinn. Das ist ein TM, ich kann es benutzen, wann immer ich will. Na sicher. Da ist noch ein schöner Kampfmove, das kannst du es ja auch noch baut geben. Ja, Zordon, wer könnte das benutzen? Wenn auf einmal random die Tür klingelt. Was? Wann ist auch wieder hier was? Leute, die sagen, oh, komm, Kommunalwahl. Nee. Und haben dir eine Rose gegeben oder so. Nee, Kommunalwahl hatten wir letztes Jahr. Ich sollte auch auf die Karte gucken, ob da wirklich ein Mond zu holen ist oder nicht.
Oh shit, it's Gurf. Boah, du bist es. Ah, ne. Ich versuche alle genialen Pokémon, die angeblich hier leben. Aber hier ist nichts. Nichts an Aufwand hier zu kommen, rechtfertigt absolut nichts. Das ist deine Schuld, Mann. Alter. Darf ich übrigens mal. Das ist schön für einen Akzent. Das ist mein deutscher Chris Redfield. Nein. Ach du Scheiße. Level 20 Apollo. Ach du Kacke. Apollo. Was ich immer gemein finde, ist, dass die Rivalen es immer schaffen, ihre Tauschentwicklung zu entwickeln. Ja. Vor allem hat er hier nachher auch einen Gengar. Ja, ja, das meine ich ja. Wie? Weißt du, der Typ sagt, oh, alles, jeder schwach. Weißt du, aber hat auf einmal einen Gengar. Das heißt, er hat irgendwo Interaktion mit jemandem gehabt. Ich stelle mir das gerade vor, wie der Typ so richtig alleine an so einer Tauschmaschine an beiden Enden steht und mit sich selbst tauscht. So richtig arm. Vielleicht hat er auch eine gespaltene Persönlichkeit, wer weiß. Fluch ist doch scheiße, jetzt muss ich noch mehr Zeug ausgeben für Erfahrung. Meine Güte, als ob die Erfahrung auf dem Baum liegt. Naja, du hast einen Mogelbaum besiegt, das hat dir Erfahrungspunkte gegeben. Jetzt ist er still. Ich war ja auch schon am überlegen, ob wir einen Smogon holen. Das Problem an Smogon ist, es ist ein Smogon. Ja, es ist keine Explosion. Ja, aber ich habe auch schon meinen Killer King. Von daher. Ja, stimmt. Smogon hätte ich dir empfohlen, hättest du keinen Feuerstarter genommen, weil das Ding ja auch Flammenwurf kann. Er heißt, es ist Gurf, das ist nicht Silber. Außerdem ist Silber ein scheiß Name. Silber und Gold hab ich nie gewollt. Abtreibung. Was? Ja, der Hauptprotagonist heißt doch Gold und der Antagonist heißt doch Silber. Und wenn du das Lied dann singst, Silber und Gold hab ich nie gewollt, das ist dann schon ein bisschen hardcore. Ja, aber was hat das jetzt, was hat das, was du gesungen hast, mit Abtreibung zu tun? Ja, stell mal vor, die Mutter singt das. Ach du Scheiße. Silber und Gold hab ich nie gewollt. Alter! Ja, ich bin mal ein bisschen dunkel geworden, ist okay. Ein bisschen sehr dunkel, ja. Irgendwo hier muss ein... Ist der hier unten? Ich hab genügend Tränke auf Lager, du Sackgesicht. Muss ich mir mein Dingens holen? Moment, wird es hier abends? Oder ist es konstant abends? Irgendwie habe ich realisiert das nur die ganze Zeit nicht, oder? Irgendwann hörst du auf mit Aquaknarre. Probably done, wenn du tot bist. Hä? Restore mir das jetzt hier, das ist mir sowas von Wurst. Wo ist denn der Mond? The fuck? Das ist Aquaknarre. Aquaknarre quittet ja wohl nicht. So, eine Runde noch. So. Ja, das ist ein Aal. Das Muräne. Ist ein Aal. Aale. Aale. Wie fühlst du dich, Aale? So hat mich jetzt zwar ein paar Tränke gekostet, aber dafür habe ich gute Erfahrungen abgegriffen. So, Magnetino. Ach nein, jetzt muss ich gegen euch ja auch nochmal rennen. Hallo, na? Wir sind die Ländersprinter, wir rennen und ich bin dabei. Gute Einstellung. Ziellinie, Lichtsäule. Laufen. Geil. Magnetino. So, was hast du noch? Ein Zubat. Alter. Schmeißt er mir ein fucking Zubat entgegen? Ich glaube, es geht los. Wieso starten wir unter Wasser? Was ist das denn für ein Kack? Under the sea, bitch.
Yo, Dude, deine Fledermaus brennt. Na, guck mal, ein Zubat. Guck mal, Batsu. Haha. So, Zordon ist 16. Immer noch alles gleich. Zordon ist echt... Der Typ ist Zen. Darum habe ich gegen Schwächlinge anzutreten. Das ist keine Herausforderung. Du hast verloren, Dude. Das macht keinen Sinn. Ich auch, Tori. Ich glaube, die sind extra so designt, dass sie wirklich so aussehen. Ach, egal. Du bist sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen. Digga. Falltür. Humpf. Was hast du dabei gedacht? Einfach in ein Loch zu fallen, du Genie. Geschieht dir recht, Mann. Ja, Mensch. That escalated quickly. Das ist schlimm, Alter, wieso bist du so schnell? Ich weiß nicht, ich habe einfach an die Stimme von Chris aus Resident Evil 6 gedacht. An die deutsche Synchro. Alter. Ja, ich weiß, ich muss auch, ich will mich halt nur umgucken, aber hier unten wimmelt es halt von Smogons. Wie ist der blaue Typ so schnell? Wie schafft er das so schnell? Ich muss den gleich mal verfolgen. Irgendwie stellt sich mein Mikrofon die gesamte Zeit gerade wieder aus. Ja, ich merke, ich glaube auch, Tori. Und schlimm ist es schon gar nicht gut in einem Brautkleid. Effi Kuma, danke dir fürs Followen. Boing, 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 boing. Na, wenigstens gibst du mir Münzen dafür. Jetzt, ich gehe mal dem Blauen jetzt hinterher, weil es wundert mich, dass der Typ so schnell ist und ich weiß nicht, wie er es macht. Cool, jetzt sind die Hunde los. Who let the dogs out? Sind die nicht Level 50 und ultra nervig? Ja, weil sie immer wieder abhauen. Selbst wenn du, ja genau, du kannst ja Horrorblick einsetzen, um sie in den Kampf zu zwingen, aber sie können alle Brüller. Super. Du hast gesehen, ich bin überwältigt. So, das verdanke ich dir. Vielen Dank, Mann. Für das legendäre Pokémon von Cheek City, die auserwählte Teste, die zulassen, dass sie nahe kommen. Ach, so ist der so schnell. Der macht den Jesus. Story Conflict, das Teil bekommst du also auf jeden Fall. Ja, nur die anderen beiden Fake-Viecher. Also, dann ja. Sui. Smurf, wir müssen uns wieder treffen. Leb wohl. Déjà vu. Es gibt ein Pokémon, das dir, ein Pokéball mit den Aprikokos, der dich schnellere Pokémon leichter fangen lässt. Okay. Aber Entei und Raikou sind doch nicht unbedingt schnell, oder? Oh doch. Trotzdem muss ich die Viecher ja erstmal schwächen. Das ist ja doch so ein Punkt. Ja, aber die HP bleiben ja gleich, auch wenn sie abhauen. Mein Gott, ich hasse den Kampf. Sie können abhauen, selbst wenn sie schlafen. Ach ja, sie können ja einfach trotzdem den Fluchtenknopf drücken. Das klingt auf Papier schon merwürdig. Ich meine, was machen die dann? Rollen die einfach weg oder was? Naja. Alter, Mann, ich dachte immer nur, ich schlafe, aber ich räume mich mal beiseite. Hope you don't mind. So, ich hol mal kurz da Trümmerer und, Nee, gibt's nicht, Andy. Wegen einem Spielfehler wird der Effekt von dem Ball Turboball, hieß ja nicht aktiviert. Ja, geil. Toll. TM6. So, weißt Trümmerer. Bälle, die praktisch prädestiniert dafür sind, die Dinger zu fangen, können nicht aktiviert werden. Stimmt ja, ich habe auch Walzer. Ich hasse dieses Rennen. Ich will nicht wissen, wie die schwere Variante davon aussieht. Wenn das schon die leichte Variante ist. Ganz ehrlich, hätte ich geahnt, dass Zordon
so zen ist, hätte ich ihn von Anfang an Eddie genannt. Wobei mir jetzt einfällt, ist Zordon männlich oder weiblich? Ich hab da nie drauf geachtet. Es ist männlich, okay, gut. Wird nur bei 3 Pokémon aktiviert, der Effekt. Bin mir nicht sicher, bei welchen. Ja, geiler Ball. Geiles Bällchen. Vor allen Dingen einer der Bälle, die wenigstens auch am besten aussehen. Ich sollte echt aufhören, mit diesem Turbo-Knopf überall hinzufetzen. Geht doch. So. Arena, das wird jetzt witzig. Gegen Geist-Pokémon. Pokémon-Stunde, spooky. Ich habe nichts wirklich, was gegen Geister irgendwo sehr effektiv ist. Kannst du auch nicht haben. Kann ich nicht haben? Naja, kannst du irgendwie eine Unlichtattacke in der Zeit bekommen? Nicht wirklich. Deswegen andere Geister. Ja gut, du könntest dir einen Nebulak im Knopfwenserturm geholt haben. Und dann kannst du die Leute toll mit Schlecker angreifen. Ja, geil. Geist wie Geist. Wunderbar. Standardrennen. Jetzt noch das Superrennen. So, jetzt haben wir 9 Läufer und der ist jetzt Jesus, der kann einfach wirklich übers Wasser laufen, oder wie? Klingt einfach nur Déjà-vu. Jetzt nicht wissen, wie hardcore schnell der ist. Wahrscheinlich ist es Cube. Ja, das hat dir jetzt nichts gebracht. Also ich weiß nicht, warum du das gemacht hast. Okay, er schwimmt einfach direkt nach ganz oben. Ich verfolge den jetzt einfach mal und will seine Taktik wissen. Oh meine Güte. Er setzt die ganze Zeit Groll ein und ich bin paralysiert. Was hältst du von Let's Go Pikachu? Keine Ahnung. Ich halte überhaupt nichts von. Ich mag's. Verboom. Au. Okay, ich verstehe. Das ist ein goldener Koopa. Ja, das ist praktisch der Racer, der immer bei dem etwas schwereren Rennen kommt. Ist der höher als ich? Nee. Ich meine, was könnte man sonst gegen Nebulax ausrichten? Nichts wirklich. Was war Groll nochmal? Was hat das nochmal genau gebracht? Nimmt dir AP weg von deiner Attacke. Ach so. Troll. Machen wir das halt so. Nebulak setzt LOL ein. Ich hab total vergessen, dass das ja geht. Tja. Unterschwellige Propaganda. Wie kann er nur? Der sagt. Was? Ja, unterschwellige Propaganda machen, ja. Nee, ohne Scheiß, kennst du nicht Cube? Nein, kenn ich nicht. Cube! Okay, warte mal. Zeige ich euch nach dem Kampf mal. Das reicht schon, wenn ihr das einfach nur hört. Aber wenn ihr es seht, macht es Sinn. Sich mit dem Fluch selber getötet. Bist du verflucht? Boden ist sehr effektiv, da damals Schwebe andere Effekte nicht gab. Echt? Boden ist sehr effektiv? Stimmt. Gift, also die halb Gift-Pokémon. Dann spuck ich die Dinger voll. So einfach ist das. Leben kann. Geh woanders hin. Du mich auch. Ups. Boden ist effektiv. Benutze aus Versehen weiter Steinwurf. Wie viele Fontänen hat das Ungeheuer versiegelt? 4.
Alter, Zordon ist so zen. Das glaubt man schon gar nicht mehr. Als einen roten Fisch gekapert hast, konntest du die Joy-Con-Controller schütteln und dadurch Bastun angreifen. Okay, wartet mal. Ich zeige euch mal Cube. In diesem Land existiert ein Ort, der nur von dem betreten kann, der die richtige Kleidung trägt. Welche ist das? Schwimmer-Kombi, Urlauber-Outfit. In Unterhosen? Richtig, aber das hast du wirklich gewusst. Die Schwimmsachen ist ganz speziell. Also, Wolan, kommen wir endlich zum Schluss. Beantworte diese letzte Frage, Herr Glückspilz. Warum bin ich hier? Hast dich verlaufen. Oh. Ah, hier. Glaube, ich hab's. Ich glaube, das ist es. Von Dory gefallen, du magst Quizze zum Schwimmen. Von Dory gefallen. Oh. Oder? Wäre ja zu lustig gewesen. Du magst Quizze. Prepare yourself. Was? Aber wie? Ja, okay, warte, das ist es. Ich bin sprachlos. Bitte schön, nimm das hier und scher dich fort. Okay, okay, Leute. Wir werden uns jetzt mal was gucken. Wir werden jetzt was gucken, das ist Kulturgut. Sie sehen nun Cube.